Na, überlegen Sie sich auch, kaufe ich ein Tablet-PC oder kaufe ich mir doch lieber einen Laptop, um hin und her. Oh, Vorzüge da, dann macht man so eine Pro-Kontra-Rechnung, Pro hier, Kontra da und andersrum genauso und kommt dann doch nicht zu einem Ergebnis. Und da möchten wir Ihnen jetzt einfach mal helfen, dass ein Haken drunter macht. Denn hier haben wir ein Gerät, das ist eigentlich beides, Kai, oder? Ja, und das ist das richtig Tolle. Faszinierendes. Das. Ein Senkrechtstarter vor dem Herrn, so muss man es als erstes mal ausdrücken. Mhm. Unser XWI-10 und jetzt kommt das Wichtige. Twin, denn es ist ein sogenannter Twitter und zwar im positivsten Sinne, wie man sich das überhaupt vorstellen kann. Tablet-PCs möchte heute jeder haben. Das Problem fängt immer da an, wenn ich so ein Gerät beruflich nutze oder intensiv nutzen möchte, dann kommt meistens dann das Thema, ja Moment, jetzt muss ich ja alles über zwei Fingersystem auf dieser Tastatur auf dem Display eingeben. Wenn es da mal schnell gehen muss, stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Und deswegen gibt es unser XWI 10 Twin, denn das vereint beide Welten, so wie es Ralf am Anfang gesagt hat. Neueste Technik und das auf Windows 8.1 basierend. Ja. Tot schick ist mal das Erste, was ich dazu sagen muss. Sehen wir hier schon mal, wenn ich über auf die normale Windows-Oberfläche will, wie ich es gewohnt bin, auf die Desktop-Oberfläche mache ich so. Sie sehen, das mache ich mit der Tastatur. So, und jetzt schauen Sie mal, was ich mache. Jetzt mache ich mein Notebook einfach mal kaputt. So, und jetzt habe ich ein Tablet. Sie sehen auch mit dem G-Sensor, also egal wie ich es halte, genau so passt sich's an. Und gerade eben habe ich noch mit der Tastatur gearbeitet. Jetzt mache ich wieder alles mit den Fingern. Ein kapazitiver Bildschirm haben wir hier, so wie wir es vom Tablet-PC gewohnt sind. So, und jetzt stelle ich es hier einfach wieder rein. Und schauen Sie mal, reagiert wieder auf die ganze Tastatur. Alles, was ich damit machen will. Und jetzt habe ich wieder ein Notebook, so wie ich es möchte, zusammenklappen. Ja. Puff, schön kompakt zusammen. Also wirklich alles in allem eine Wahnsinnssache. Wenn man sich nicht entscheiden kann, nehme ich ein Tablet, nehme ich ein Laptop, nehmen Sie das Gerät. Das ist beides in einem. Und das aus gutem Grund, denn das ist eines der ersten Tablets, mit denen man alle Windows-Programme, die sich zu Hause auf Ihrem Rechner befinden, in Vollversion auch auf diesem Gerät nutzen kann. Und das Schöne ist, wenn ich tatsächlich auf dem Display mal irgendwas direkt antippen will und nicht mit dem Cursor arbeite, das ist ja das Tolle an diesen berührungsempfindlichen Bildschirmen heute, dann kann ich natürlich alles auch mit einem Fingertipp machen. Ein vollwertiges Laptop so gesehen, was sich eben in kürzester Zeit zu einem Touchlet umbauen lässt, nämlich ein 10,1 Zoll Touchlet. HD-Display ist mal das Erste, damit ich auch Top-Bildqualität kriege. Ja? Dann, und das finde ich echt irre, einen 4-Kern-Prozessor, einen echten Intel-Prozessor drin mit 1,8 Gigahertz Taktung. Das steht heute noch manchen Laptops ganz gut zu Gesicht. Das steckt hier komplett mit drin. Und wenn Sie sich sagen, ja Moment, kleines Gerät, Speicherkapazität, wie sieht's denn da aus? Können wir Sie beruhigen, es wird immer interessanter. 16 Gigabyte sind intern auf dem Gerät schon drin. Mhm. Reicht also für die wichtigsten Anwendungen. Aber mit einer kleinen Micro-SD-Speicherkarte mit, jetzt halten Sie sich fest, bis zu 128 Gigabyte Speicherbedarf, kann ich hier nochmal extra arbeiten. Das sind dann komplett 144 Gigabyte, die ich im Prinzip in meinem Tablet oder Laptop, wie immer Sie es verwenden, habe. Und was ich auch schön finde, ist, ich kann hier also hier, wie wir sehen, sämtliche Office-Programme vollwertig benutzen, dementsprechend auch anschließen. Aber ich habe auch noch zwei Kameras drin. Eine habe ich jetzt mal drin. Vielleicht gehen wir mal drauf. Achtung, schauen Sie mal, jetzt versuche ich mal in die Kamera zu sprechen. Hallo. Oh, jetzt muss ich aber tief runter. So, da sehen wir mal, wie scharf das Display aufhört. Auflöst, weil Sie sehen mich jetzt, oh, ich finde das lustig, guck mal, meine oberen Haare sind oben drüber und der Rest ist hier in der Kamera. Und das Ganze haben wir aber natürlich auch auf der anderen Seite. Das heißt, ich kann auch jederzeit Videotelefonie machen, Skypen oder ähnliches. Also ich finde es perfekt. Es macht so viel Spaß. Schon allein das Entdecken der Möglichkeiten dieses Gerätes ist der Hammer. Es macht Spaß. Und wenn Sie auch schon so ein bisschen Routine haben mit Tablet und mit Laptop und sagen, immer das Gleiche, hier kriegen Sie ein ganz anderes Gefühl. Sobald das Gerät angemacht wird, kriegt man so ein Entdeckergefühl. Also mir geht so, boah, ja, das so geht, das kann Suche ich machen. Gehen. Das Tolle ist, ich habe eine komplette Tastatur wie an einem Laptop. Das bedeutet also, diesen
Touchpoint unten. Das heißt, also dieses Touchfeld, wo ich dann meinen Cursor bedienen kann, meinen Pfeil. So nehme ich es ganz einfach mal schnell als Tablet mit auf die Couch, auf den Sessel, gucke die aktuellsten Dinge nach, schaue zum Beispiel übers Internet auch Fernsehen. Alles das geht, sobald Sie Internetanschluss haben. Mit neuester Prozessortechnologie genügend Speicherplatz für unterwegs. Und wenn man das Gerät mal zuklappt, so klein und handlich, hat man ein so leistungsfähiges Gerät wahrscheinlich noch nie gesehen. Das war für mich immer das Manko. Deswegen habe ich mir damals zu meinem X8 Quad Pro extra noch eine Tastatur dazu besorgt. Alles das fällt jetzt weg. Windows 8.1 hat übrigens auch den Vorteil, wird für mobile Endgeräte auch kommen, dass Sie dann auf diesen Geräten die Vollversion von Windows 10 sich in Bälde hier draufladen können. Das ist ja auch noch richtig. Denn alle, die eine 7er Windows oder eine 8.1er Lizenz jetzt erwerben, also innerhalb eines Jahres, die können ab Juni oder Juli, je nachdem, wann Microsoft das neue Windows 10 rausbringt, dann hier kostenlos updaten. Und gerade mit den aktuellen Prozessoren ist das natürlich ein Knaller, denn ich kriege dann nochmal das neueste Betriebssystem, müsste ich mir sonst wahrscheinlich einzeln kaufen. Also für alle Lizenznehmer, die Windows 7 oder 8.1 haben, ist es kostenlos. Für alle, die dann irgendwann upgraden wollen von Windows Vista zum Beispiel, wird es wahrscheinlich kostenpflichtig. Das Tolle ist, ich habe alles in dem Gerät drin. Ich habe einen vollwertigen PC, der, Ralf hat es gerade eben schon gezeigt, in kürzester Zeit einfach auch nochmal ein Tablet wird. Ja, ich finde das Gerät überragend, anders kann ich gar nicht sagen. Ich finde es auch schön, wenn du mal Präsentationen oder sowas machst. Du bist nicht an den Laptop gebunden, sondern machst es wie der Kai, nimmst es raus und dann hast du hier ein Tablet in der Hand. Also egal, ob Sie sich für Tablet oder Notebook entscheiden oder es nicht wissen, hier haben Sie einfach beides in einem Gerät. Mit kapazitivem Bildschirm, also auch hier alles zu bedienen, was man zu bedienen hat, mit allen Vorzügen, die man hat bei einem Tablet, aber dann einfach in die Halterung stellen. Und dann ist es sofort mit der Tastatur verbunden. Ich brauche keine Kabel legen, ich brauche es nicht per Bluetooth verbinden, sondern sofort betriebsbereit. Und dann kann ich noch einfacher damit arbeiten. Übrigens eine Maus kann ich mir auch noch anschließen. Auch das ist kein Problem, wenn ich dann mit dem Touchpad nicht mehr arbeiten will, sondern mit Tastatur und Maus ist auch das problemlos möglich. Wir haben sogar noch eine HDMI-Schnittstelle drin. Das heißt, Sie können dieses Gerät auch noch professionell verwenden, wenn Sie eine Präsentation machen, wenn Sie zum Beispiel Fotos, die Sie aufgenommen haben mit dem Gerät, anderen Menschen zeigen wollen, direkt an den Fernseher anschließen. Eine Micro-HDMI-Schnittstelle hier drin. Die Adapter liegen bei. Ganz toll gemacht. Aber jetzt kommen wir auf das Thema, was du gesagt hast. Wie kriege ich jetzt diesen kleinen Empfänger-Dongel, so nennt man die, von einer kabellosen Maus an dieses Gerät dran? Das funktioniert ganz einfach. Wir haben nämlich jetzt noch was ganz, was Tolles für Sie. Und das ist so klitzeklitzeklein. Kostet normalerweise im Fachhandel ab 10, 12, 15 Euro. Und ist die Arbeitserleichterung schlechthin. Ja, ich finde es immer wieder der Hammer. Und da haben wir Micro-USB, was für den meisten Tablets mittlerweile verwendet ist. Auf der anderen Seite haben wir den Adapter auf USB. Das heißt, ich kann jetzt hier einen USB-Stick oder ein USB-Kabel oder eben den Dongle für die Funkmaus anschließen und das problemlos. Ja, mach mal. Zeigen wir es doch einfach mal. Wir haben ja eine Micro-USB-Schnittstelle hier und genau da stecke ich diesen kleinen Adapter einfach nur rein. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich richtig rum bin. Wo sind wir? Da HDMI, da unten. Jetzt steckt die drin. Jetzt passen Sie mal auf. Das ist eine klassische USB-Steckerverbindung. So kennen Sie die. Und was ich dann einfach nur mache, ist, et voilà, und schon ist mein USB. Haben Sie es gehört? Der hat sofort den Speicher erkannt. Und schon kann ich arbeiten damit. Es ist unglaublich. Da werde ich so viel flexibler, auch zum Datenübertragen von meinem Rechner zum Beispiel. Einfach mal per USB-Stick rüber aufs Tablet bzw. aufs Netbook. Je nachdem, wie Sie es zusammengebaut haben. Oder umgekehrt natürlich, um eine Maus anzuschließen, um einen Drucker anzuschließen, um einen Scanner anzuschließen. Weil all das ist ja mit dem Gerät möglich. Und wenn ich jetzt sehe, dass dieser Adapter unter 4 Euro kostet, dann denke ich, ja, dann bestelle ich mir den einfach mit. Muss einfach sein. Das einzige Risiko, das ich habe, der ist so klein, ich könnte, wenn ich nicht drauf aufpasse, ihn verlieren. Also ich würde ihn im Geldbeutel mittragen und immer, wenn man ihn braucht, dann wieder einstecken. Die PX4947 und die 569, das ist die Bestellnummer für diesen wirklich eigentlich unbezahlbaren Adapter, weil das erleichtert in so vielen Lagen das Arbeiten und das Datenübertragen. Wie oft habe ich einen USB-Stick und mit diesem Adapter komme ich ja dann auch aufs Smartphone, kann also auch Daten vom Smartphone runterladen. Und auch auf alle anderen Tablets, denn alle Geräte, die heute mit Windows wie unserer Touchlet XWi10 Twin oder natürlich auch mit Android arbeiten, die haben
alle die USB, die Micro-USB-Ladeschnittstelle auch als Datenaustausch. Also für jedes Smartphone, für jedes Touchlet, entweder für unsere Windows oder mit Android, Sie können es überall gebrauchen. Schlagen Sie zu, die Kombination ist sowieso absolut unschlagbar. Unglaublich.